Diese Massen von Spionagedaten, die Edward Snowden aus den Computern des US-Geheimdienstes NSA gezogen hatte, die enthalten immer noch neuen Sprengstoff. Heute Abend berichtet die Washington Post, dass weltweit Millionen Menschen, die mit Internetdiensten von Google oder Yahoo gearbeitet haben, heimlich vom Geheimdienst erfasst worden seien. Und zwar bis hin zu gesendeten Texten und Mailanhängen. Das gehe eindeutig aus den Snowden-Daten hervor. Die NSA allerdings bestreitet. Stefan Niemann. Die NSA kommt nicht aus den Schlagzeilen. Der weltweite Zorn über das Abhören befreundeter Politiker durch Amerikas mächtigen Geheimdienst ist noch nicht verraucht. Da kommen die nächsten explosiven Eilmeldungen. Die Washington Post berichtet, die NSA habe sich Zugriff auf Datennetzwerke von Google und Yahoo verschafft. Dokumente des NSA-Aussteigers und Whistleblower Snowden zeigten, dass riesige Rechenzentren der Internetgiganten außerhalb der USA angezapft worden seien. Angeblich helfe der britische Geheimdienst bei dem Projekt mit dem Codenamen Muscular. Hunderte Millionen Nutzerkonten seien betroffen. Auf den Artikel der Washington Post angesprochen, ein nicht eindeutiges Dementi des NSA-Chefs. Die NSA sammelt Daten über Terroristen, aber wir dürfen nicht in die Server von US-Firmen eindringen und deren Daten abschöpfen. Dafür bräuchten wir einen Gerichtsbeschluss. Doch die NSA stillt ihren Datendurst längst weltweit. Nun wird spekuliert, ob der US-Geheimdienst Abermillionen Daten gezielt im Ausland abzapft, um die erforderlichen Genehmigungen amerikanischer Gerichte zu umgehen. Google hat inzwischen scharf auf die mutmaßlichen NSA-Übergriffe reagiert. Man sei empört, wie weit die Regierung scheinbar gegangen ist, um Daten aus den privaten Glasfasernetzwerken abzugreifen. Auch im Internet brandet die Wut auf. Twitter verzeichnet schon einen regelrechten Shitstorm.